Hallo zu einem neuen Pushmagazin mit mir, der Sarah. Heute habe ich wieder spannende Themen für euch. Es geht unter anderem um eine Versteigerung von originalen Notizen von Albert Einstein, um Shirin Davids neues Album und welcher Fashion-Trend gerade so richtig in ist. Wir berichten ja immer gern von verrückten Versteigerungen und interessanten Auktionen. Wie wär's also mit originalen Notizen von Albert Einstein? Denn sein Manuskript zur allgemeinen Relativitätstheorie wird jetzt in Paris versteigert. Es gibt nur wenige handgeschriebene Forschungsnotizen von dem deutschen Wissenschaftler und das macht dieses Manuskript natürlich noch besonderer. Der Wert wird vom Auktionshaus Christie's auf 2 bis 3 Millionen Euro geschätzt. Bei diesem Unikat handelt es sich zweifellos um das wertvollste Einstein-Manuskript, das jemals bei einer Auktion angeboten worden ist. Einsteins Relativitätstheorie zählt zu den ganz großen physikalischen Theorien des 20. Jahrhunderts. Er hat außerdem 1921 einen Nobelpreis erhalten. Es würde mich also nicht wundern, wenn dieses wertvolle Manuskript weggeht wie die warmen Semmeln, koste es, was es wolle. Was dieses Manuskript so besonders macht, erklärt Etienne Klein in einem Interview mit Christie's Paris. Ich finde es extrem faszinierend und zutiefst bewegend. Es ist deswegen so etwas Besonderes, weil die Manuskripte von Einstein sehr selten sind. Er hat oft seine Entwürfe verworfen. Außerdem ist es auch so faszinierend, weil er ein neues Licht auf die revolutionäre Theorie der Gravitation geworfen hat, bekannt als Relativitätstheorie. Veröffentlicht im November 1915. Das war sowas wie ein kosmischer Schlüssel, denn es wurde die Tür zu einem neuen Verständnis der Struktur des Universums geöffnet. Schwerkraft ist nicht mehr eine Kraftentwicklung im Weltall, es ist eine Verformung der Raumzeitgeometrie. Es ist mittlerweile Jahrzehnte her, dass Mobiltelefone auf den Markt gekommen sind. Was einst der neueste Schrei war, ist jetzt ein Fall fürs Museum. In Großbritannien ist jetzt ein virtuelles Museum über die Geschichte der Handys eröffnet worden. Der Mitgründer Ben Wood meint, keine Erfindung der jüngeren Vergangenheit hätte unser Leben mehr verändert als das Handy. Entstanden ist diese Ausstellung mit seiner persönlichen Sammlung. 25 Jahre lang hat er Handys gesammelt, aber noch lange nicht alle gefunden. Unter der Rubrik Most Wanted geht die Suche nach den ganz besonderen Stücken weiter. Wer eins davon besitzt, kann sich beim Museum sehr beliebt machen und das gesuchte Mobiltelefon spenden. Dieses Museum ist auf jeden Fall mal was anderes und in Zukunft soll es auch Pop-up-Ausstellungen an verschiedenen Orten geben. Wir kommen nicht ums Thema herum, jetzt geht's zu den aktuellen Corona-Maßnahmen in Österreich. Nachdem wir uns alle im Lockdown befinden, müssen wir auf einiges verzichten. Kein Essen gehen, keine Party und kein Vorweihnachtsshoppen. Viele finden diese Maßnahmen dringend notwendig, einige sehen diese Situation aber kritisch. Wir haben die Österreicherinnen und Österreicher um ihre Meinung gefragt. Ja, sie sind völlig richtig und notwendig. Anscheinend verstehen das manche Leute immer noch nicht, dass sie sich impfen lassen müssen. Total dagegen. Finde ich schrecklich, finde ich fürchterlich, finde ich eine Einschränkung. Und jeder soll entscheiden, wie er was machen soll. Gegenseitiges aufeinander aufpassen ist für mich eine wichtige Sache. Achtsamkeit den anderen gegenüber. Aber so wie es jetzt momentan abläuft, halte ich gar nichts davon. Ja, ich finde es richtig. Ich finde es richtig. Bin auch schon zum zweiten Mal geimpft und komme jetzt zum dritten Stich. Meine dritte Impfung bekommen und ich finde es überhaupt eine gute Idee. Ich bin selbst ein Risikopatient, also meine Lunge haben Probleme. So, und jetzt schauen wir mal, was sich so in der Musikbranche tut. Bald ist es wieder soweit und die Grammys werden vergeben, und zwar in circa 2 Monaten, am 31. Jänner 2022 in Los Angeles. Ja, und jetzt stehen auch schon die Nominierungen fest. Einige Stars sind sogar gleich mehrere Male nominiert. Als Favorit gilt der US-Musiker Jon Batiste. Er hat sagenhafte 11 Nominierungen. Für die Musik zum Zeichentrickfilm Soul hat er sogar schon einen Oscar erhalten. Bei den Grammys kann der 33-Jährige unter anderem auf eine Auszeichnung für sein Album We Are und für das Video zu seinem Song Freedom hoffen. Also 11 Nominierungen ist schon ordentlich was, oder? Weiter geht's mit Justin Bieber, Her und Doja Cat. Sie sind jeweils 8-mal nominiert. Gleich danach kommt Billie Eilish und Olivia Rodrigo. Beide sind 7-mal nominiert. Sonst noch dabei ist aber Lady Gaga, Taylor Swift und noch viele mehr.
Über die Preisträger entscheiden übrigens über 20.000 Mitglieder der Recording Academy. Jedenfalls sehr spannend. Und weiter geht's mit der Deutsch-Rap-Ikone schlechthin, Shirin David. Mächtige Beats, feministische Aussagen und ziemliche Seitenhiebe, das zeichnet die Künstlerin aus. Es gibt wohl kaum eine Künstlerin, die in den vergangenen Jahren einen solch musikalischen Wandel durchzogen hat wie sie. Das lange Warten hat endlich ein Ende. Sie hat ein zweites Album rausgebracht. In dem zeigt sie sich so laut, selbstbewusst und offensiv wie noch nie. Es heißt, Bitches brauchen Rap. Aber Bitches sei eine Umwandlung des Schimpfwortes zu einer positiven Bezeichnung. Das Album hat auch schon einen ordentlichen Rekord geknackt. Shirins Album gilt mit 11,4 Millionen Aufrufen zum meistgestreamten Album in Deutschland von einer Musikerin am Startwochenende. Also da kann man nur gratulieren. Außerdem hat Shirin einen Wunsch an alle, die sich das Album anhören wollen. Ich habe euch jetzt jeden Song einmal kurz vorgestellt. Mir ist wirklich enorm wichtig, dass ihr das Album von Anfang bis Ende hört. Ihr geht nicht in eine Ausstellung und schaut euch nur ein Bild an, ihr schaut euch alle Bilder an. Und das Album ist wirklich ein Gesamtes. Das Album wird sehr gefeiert, vor allem weil sie unglaublich wichtige Themen in ihren Songs thematisiert. Es geht um sexistische Aussagen, Vorbilder, Ungerechtigkeiten zwischen Mann und Frau und sexuelle Belästigung. In einem Interview sagt sie, sie sei over it, sich von Sachen einschränken zu lassen und das will laut sein müssen. Für sie ist Rap die purste, lauteste und ehrlichste Form in der Musik. White, Musik mal anders. Das heißt immer am Donnerstag um 21.15 Uhr bei uns auf Krone TV. Unser Host Anna holt sich jede Woche österreichische MusikerInnen zu sich und führt mit ihnen ein etwas anderes Interview. Letzte Woche mit der Austro-Pop-Band Schwanara und der Pop-Punk-Band Here for a Reason. Seht selbst. Ein legendäres Musikduell. Ich durfte die Austropop-Band Schwanara und die Pop-Punk-Band Here for a Reason treffen und mit ihnen ordentlich schwitzen. Denn es wurde Bubble Soccer gespielt. Es hat richtig hardcore ausgeschaut, oder? Wie die zusammengeraucht sind. Scheiße, richtig Angst. Die Burschen haben jetzt innerhalb von den ersten 5 Minuten einfach schon 2 Bubbles kaputt gemacht, dass der Johannes vom blauen Team mit einem roten Bubble spielen muss. Es wurde jedoch nicht nur hart gefoult und getackelt, sondern natürlich auch über Musik gesprochen. Ja, du sprichst es schon an. Also man hört, der Fabian ist Oberösterreicher durch und durch, ja. Aber dann ist ja jeder von einem anderen Bundesland. Ja voll, wir sind durchgemischt. Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland und Wien 10. Versteht ihr ja eigentlich? Ja, also nicht alles, aber wir haben ja den Wiener dabei, das ist die Dialektpolizei für uns. Okay. Also wenn das gar nicht geht, dann schreit Alarm. Du redest eh genauso wie ich. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie habt ihr zusammengefunden? Boah, das war ein Wink des Schicksals, kann man so schön sagen. Dom und ich haben uns beim Vorglühen kennengelernt. Mhm. Schon wie lange ist es her? 3 Jahre? 3,5 Jahre? 4 Jahre? Boah. Und haben dann irgendwie angefangen, also gemeinsam Musik zu machen. Und dann heißt es immer so, du machst Musik, ich mach auch Musik, live und dann machen wir was. Mhm. Und das ist immer noch bla bla die meiste Zeit und dann hat es auch wirklich gefunkt. Ich finde ja euren Namen auch sehr, sehr, sehr cool eigentlich, Here for a Reason. Was ist so euer Grund, auf der Welt zu sein? Ich bin auch zum Beispiel, kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich bin ein Mensch, der probiert halt zumindest immer das Beste zu machen für Menschen und auch zumindest ein guter Mensch zu sein und nicht einfach nur für sich zu leben, sondern einfach aus einem gewissen Grund. Mhm. Und so ist irgendwie die Idee gekommen und das haben die Burschen auch ähnlich gesehen. Die haben auch ähnliche Werte irgendwo von dem her und haben sie dann den Namen auch gut identifizieren können. Und so ist es irgendwie dann ins Rollen gekommen. Ja, ich glaube, jeder hat irgendwie einen Grund da zu sein. Die Boys, die spielen echt gut. Also wir führen 2-0, aber es ist doch ziemlich anstrengend und mir wird doch die ganze Zeit getackelt, dass ich jetzt rein muss, weil ich bringe jetzt frischen Wind rein in das Spiel und ich hoffe, ich werde nicht zu sehr getackelt. Also ja, Ben steht jetzt draußen, ich bin drin und werde noch Tore schießen. Let's fight! Oh, böses Foul, böses Foul. Na, von wem sonst, wenn nicht von Fabian? Na, ist eh klar, schau, absolut verrückt. Schiedsrichter schaut weg, ist eh klar. Morgen unbedingt wieder einschalten, denn da gibt's neuen Schabernack bei Wild Musik mal anders.
So, und von der musikalischen Kunst geht es jetzt weiter zu einer anderen sehr außergewöhnlichen Kunst. Claire Eason ist eine Künstlerin und hat ein ganz besonderes Talent. Sie zaubert Bilder, aber nicht mit Farbe auf einer Leinwand, sondern mit einem Rechen und Sand. Rund 2 Stunden benötigt sie für ein Kunstwerk. Sie schnitzt mit einem Gartenrechen mühsame, aber wundervoll romantische Kunstwerke in den Sand. Lang ist das Bild aber leider nicht geblieben. Die 30 Meter großen Figuren wurden dann ziemlich schnell von der Flut weggespült. Das Ganze war ziemlich knapp. Die 57-jährige Künstlerin wollte die Figuren nämlich so nah wie möglich ans Wasser bringen. Sie ist gerade noch rechtzeitig fertig geworden. Die Schuhe des Mannes waren nur noch wenige Meter von dem Wasser entfernt. Ein Glück, dass die Drohne das Kunstwerk noch rechtzeitig eingefangen hat. Ab zu den Fashion-Trends. Es ist das Accessoire des Jahres, und zwar Statement-Ohrringe. Schmuck ist ja eigentlich ein bisschen weniger trendorientiert als Kleidung, aber trotzdem ein wichtiger Bestandteil eines Outfits. Schmuck verleiht dem Outfit den letzten Schliff und das nötige Etwas. Man muss also schon wissen, wie man die Teile richtig einsetzt, sonst kann es auch ganz schnell daneben gehen. Also Nummer 1 bei den trendigen Statement-Ohrringen ist ineinander verschlungener und verschnörkelter Ohrschmuck. Der passt zu jedem Outfit und zieht definitiv Blicke auf sich. Weiter geht's mit dem großen Kreolen-Comeback. Sie waren zwar nie ganz weg, aber so im Trend, wie sie jetzt sind, waren sie schon lange nicht mehr. Es gibt sie in ganz unterschiedlichen Ausführungen, Farben und Größen. Sie lenken die Aufmerksamkeit auf unsere Gesichter und sind ein toller Hingucker. Für die Mutigen unter euch: wenn ihr mehrere Ohrlöcher habt, könnt ihr gleich 2 oder 3 Ringe an einem Ohr tragen. Das schaut auch super aus. Außerdem voll im Trend sind auffällige, knallige, bunte Perlenohrringe. Und zu guter Letzt kommen die Kettengliederohrringe dran. Sie verlängern optisch unseren Hals und haben einen ganz speziellen Look. Die Länge der Kette ist egal, Hauptsache man fühlt sich wohl. Dazu kann man dann eine passende Halskette kombinieren. Ab zu einer, ja, etwas interessanten Meldung aus der Tierwelt. Die Geschichte startet sehr gewöhnlich. Eine Familie macht sich auf die Suche nach einem neuen Haustier. Sie finden einen kleinen Husky-Welpen in einem Geschäft in Lima. Der kostet nur 12 Euro. Angeblich ist er sogar reinrassig. Dass ein Husky selten unter 1000 Euro verkauft wird, wusste die Familie scheinbar nicht. Der 13-jährige Sohn hat sich direkt in den Welpen verliebt. Es war also Liebe auf den ersten Blick. Ja, und jetzt kommt der Haken an der ganzen Sache. Nach kurzer Zeit fällt auf, dass der Welpe Jagd auf die Nachbarstiere macht. Er hat angeblich 3 Meerschweinchen gefressen. Auch Hühner und Enten werden vom Husky gejagt. Und plötzlich, nach 6 Monaten, läuft der Hund einfach davon. Die große Überraschung: es handelt sich nicht um einen Husky, sondern um einen Fuchs. Kann man sich das vorstellen? Der Andenfuchs ist der zweitgrößte Wildhund Südamerikas und gehört zu den Raubtieren. Mittlerweile wurde er auch wieder gefunden und an einen Zoo vermittelt. Also eine ziemlich, ja, seltsame Geschichte. Das war übrigens nicht der einzige Reinfall. Solche Vorfälle gibt es in Peru immer wieder. Wir haben gerade Herbst und das ist die ideale Zeit für Kürbis. Egal ob Deko oder in der Küche, wir Menschen sind nicht die einzigen, die auf Kürbis abfahren. In einem niederländischen Zoo haben es sich 5 Bären richtig schmecken lassen. Seht selbst. Na, da hat sich aber jemand gefreut. In dem niederländischen Zoo Royal Burgers in Arnheim wurden 5 Malaienbären mit einem Kürbis beschenkt. Aber nicht nur mit irgendeinem. Es handelt sich dabei um den schönsten Kürbis der Niederlanden. Dieser wurde nämlich am Montag ausgezeichnet, und zwar bei den Dutch Pumpkin Growing Championship. Zuerst haben die Bären mit dem Kürbis gespielt. Dann sind sie auf den Geschmack gekommen und haben sich ein paar Bissen vom Riesenkürbis gegönnt. Auf die Waage bringt der Kürbis über 635 Kilo mit einem Kreisumfang von 4,65 Metern. Durch das schwere Gewicht und die Größe musste der Kürbis mit einem Gabelstapler geliefert werden. Gezüchtet wurde der Kürbis von Gerschan Puttenstein aus Wesep, der anschließend einige Wochen lang die Außenterrasse der Brasserie Staverden als Sehenswürdigkeit geschmückt hat. Mittlerweile sind wir aber beim Ende des Herbstgemüses angekommen, und so spendeten die Restaurantbesitzer den Kürbis an den Burschers Zoo. Der Kürbis soll den Tieren als Beschäftigungsangebot dienen und ihren Speiseplan bereichern. So, das war's auch schon wieder mit eurem Push-Magazin. Ich wünsche euch noch eine schöne